Yo, liebe Malonzo-Gang, herzlich willkommen wieder zurück. Heute reagieren wir auf Böse Onkels, zu nah an der Wahrheit. Ich freue mich auf jeden Fall wieder für euch Videos zu machen, wieder zu reagieren. Heute am Samstag einfach mal dieses Video ganz einfach, weil der Stream heute leider nicht stattfinden kann, wenn ihr das seht, bin ich im Schwimmbad. Tut mir auf jeden Fall leid, aber die Streams werden auf jeden Fall wieder kommen, Leute. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen. Die Schule ist so gut wie beendet. Also wird es jetzt hoffentlich wieder regelmäßig Videos geben. Ich verspreche nichts, aber ich versuche, das alles durchzuziehen und freue mich natürlich. Aber ja, Leute, in dem Sinne würde ich sagen, wir starten einfach mal rein. Und auf jeden Fall, ne, versuche ich mich natürlich immer noch zu verbessern, mehr Worte zu sagen. Ganz wichtig. Nicht nur mit dem Kopf zu nicken, sondern auch mehr zu sagen. Ich höre natürlich auf eure Kritik. Falls ihr noch Kritik habt oder Verbesserungsvorschläge, gerne in die Kommentare. Lese ich mir alles durch. Und in dem Sinne würde ich einfach mal sagen, wir starten einfach mal rein. So Leute, wir starten rein in Böse Onkels, zu nah an der Wahrheit. Natürlich wieder die 2015er Version. Ich bin gespannt. Das hat mich auch immer verwundert, warum wir darauf nie reagiert haben in dem Video. Also im Stream glaube ich auch noch nicht. Falls ja, korrigiert mich. Ich würde sagen, wir starten rein. Bin gespannt. Abfahrt. Und natürlich weitere Titel gerne in die Kommentare schreiben. Und lasst gerne ein Abo da, falls ihr nichts verpassen wollt. Auch kein Stream. Normalerweise immer Samstag 19 Uhr. Also schreibt euch das gerne auf. Wer gerne mal dabei sein will, ey, den lade ich gerne ein. Also seid Samstag 19 Uhr dabei. Morgen, also heute, wo das Video rauskommt, geht es leider nicht. Aber das nächste Mal. Okay, Leute, wir starten rein. Ihr und wir, das sind die Onkels. Und wir zusammen sind zu nah an der Wahrheit. So muss das. So ist es richtig. Auch cool, wie die Gitarre Dings, ne? Akustik einfach spielen kann. Man sieht es ja auch hier. Ich weiß, es ist jetzt, ne, nicht zum Song, aber hier gibt es ja zwei Eingänge. Das hat mich richtig. Also das fasziniert mich so, dass die Gitarre auch Akustik spielen kann. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Gonzo natürlich, ne? Wisst ihr. Wisst ihr meine Meinung. Hammer. So Leute, nach einem kurzen Schnitt bin ich wieder da. Wir können weitermachen. Ich war gerade bei dem Thema Gonzo stehen geblieben. Auf jeden Fall, ne, Gonzo ist oder so ein Hammer Gitarrenspieler. Wisst ihr ja so oder so. Hammer. Hammermäßig. Auch das Lied, weiß ich nicht, ob wir das schon mal im Stream hatten, aber bestimmt. Müsst ihr mal reinschreiben. Wir kennen uns nicht, von Kevin immer. Nicht glaubst, vielleicht stehe ich mit dir und du erkennst mich nicht. Ihr müsst auf jeden Fall mal reinschreiben, worum es geht in dem Lied. Also zu nah an der Wahrheit kann halt viele Bedeutungen haben. Also zu nah an der Wahrheit, ja, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, weiß ich nicht. Also, ne, wir, die Onkels, sind natürlich zu nah an der Wahrheit. Wir kennen die Wahrheit und ihr erzählt sozusagen Lügen über uns, also die ganzen Medien und ihr wisst, wen ich meine. Wir kennen, wir sind die Onkels und wir sind zu nah an der Wahrheit. Also wir kennen die Wahrheit, so, in dem Sinne. Die anderen lügen, so, genau, so könnte ich es mir vorstellen. Spielt das eine Rolle? Wir sahen ins gleiche Licht. Wir sind wie du. Glaub es oder nicht. Vertraue euch. Früher oder später kriegen wir. Ja, das hat sie auf jeden Fall. Wir sind so zu nah der Wahrheit. Zu nah am Leben. Zu penetrant um ignoriert zu werden. Was hört man nicht im Leben bei? Wir wollen alles oder nichts. Wir fordern dich heraus, sieh der Wahrheit ins Gesicht.
Ja, stimmt. Sorry, dass ich Pause mache. Gonzo hat ja, glaube ich, auch noch einen Solo-Part auf dem Lied. Für die Leute, die es nicht wissen, ich glaube, wir hatten das schon im Stream. Aber irgendwie ist es komisch. Finde ich, klingt die 2015er Live-Aufnahmequalität halt irgendwie besser als 2014. Also ein bisschen besser organisiert oder besser alles eingestellt als im vorherigen Jahr, finde ich. Kann aber auch nur eine Illusion sein, aber ne, hammermäßig. Also wie schon gesagt auch, ne, mit der Bühne hatten wir schon in den letzten Videos. Sieht auch hammermäßig aus mit den ganzen Monitoren. Hammermäßig. Natürlich, über die Videoqualität kann man sich nicht beschweren. Das ist klar, dass die so hoch ist, ne? Ich muss ja jetzt nicht auf alles drauf eingehen, aber schon mal geil. Da spielt sogar noch jemand Klavier. Diese Band hat etwas Magisches, so ich in den Bann. Und so wie es mir selbst ging, ging es jedem irgendwann. Ja. Sie ist wie ein Virus und bist du erst infiziert, wird alles andere egal und es lebt sich ingeniert. Sie ist unser Schicksal, wo wäre ich ohne sie? Man nicht so nebenbei, wir wollen alles oder nichts. Wir fordern dich heraus, sieh der Wahrheit ins Gesicht. Auch hier, Junge, 40 Jahre Gitarrenkunst. Obwohl nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Hammer, hammermäßig. Total geiler Sound, wirklich. Die Gitarre sieht auch Hammer aus. Richtig schön schwarz. Sie ist ein magisches Theater, Futter für die Seele. Etwas, das mich antreibt, vielleicht der Grund, warum ich lebe. Gibt es etwas Schönes, als diese Lieder zu teilen? Hammermäßig. Komm zu die Liste. Ignoriert zu werden. Uns hört man nicht so nebenbei. Wir wollen alles oder nichts. Wir fordern dich heraus. Zieh der Wahrheit ins Gesicht. Der Wahrheit ins Gesicht. Zieh deiner Wahrheit. Sei geil. Anstrengend das sein muss. Wir fordern dich heraus, zieh der Wahrheit ins Gesicht. Oh,
schon Gänsehaut. Wirklich. Kommt in die Liste. Jo, also. Der Text hat mir gefallen. Die Stimmung war geil. Also, Hammer. Hammerhart. Hammermäßig. Ja, Leute. Was soll man dazu sagen? Ist halt, hatten wir live schon mal gespielt im Stream. Jetzt nochmal als Video. Der Text, ne? Wie schon gesagt, ihr könnt ja gerne mal was zu meiner Vermutung in die Kommentare schreiben. Aber musikalisch natürlich wie immer. Das kennt man von den Onkels, einfach hammermäßig. Schreibt gerne weitere Titel in die Kommentare. Schreibt sie wirklich gerne in die Kommentare. Vielleicht von Sachen, die ich vielleicht noch nicht gehört habe, werde ich mir alles reinziehen. In dem Sinne, liebe Malonzo Gang, sollte es auch mit dem Video gewesen sein. Also, schreibt gerne ein nettes Kommentar, worauf ich noch reagieren soll. Lasst doch gerne ein Abo da, das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Streams wird es dann wieder nächste Woche geben. Heute halt das Video, Stream heute ausgefallen ist, aber ne, ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist für euch. Aber ja, Videos werden auf jeden Fall wieder kommen. Die Schule ist jetzt so gut wie fertig. Freut euch drauf, ich freue mich auch auf euch. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit wieder. Dass wir wieder zusammen streamen können, Videos machen können. Ich werde mich drauf, also wirklich drauf fokussieren, wieder das alles durchzuziehen. In dem Sinne würde ich sagen, liebe Leute, habt jetzt noch einen positiven Tag und lasst euch nicht runterziehen. Euer Malonzo.